So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt. Neben mir steht Ute Bergner, fraktionslose Abgeordnete, Mitglied bei Bürger für Thüringen, einst als Gruppe im vergangenen Jahr frisch gegründet und danach auch wieder aufgelöst. Wehmut dabei? Ich denke, es war eine richtige Entscheidung, dass wir das getan haben. Beide Schritte waren richtig, dass wir die Gruppe gegründet haben. Und ich denke auch, es war richtig, dass wir die Gruppe auseinandergehen lassen haben, weil die Meinungsvielfalt oder die Meinungsverschiedenheiten so groß waren, dass wir keine politische Homogenität mehr darstellen konnten. Gut, das neue Jahr ist da, die erste Sitzung im Thüringer Landtag oder die erste Sitzungswoche ist durch, einen Tag länger als sonst, von Dienstag bis Freitag. Ihr Fazit? Ja, es war eine sehr intensive Woche. Ja, ist was gut gelaufen aus Ihrer Sicht, entschlussmäßig? Was ist gut gelaufen? Ich denke, wir haben gerade umweltschutzmäßig zwei intensive Debatten geführt. Einmal um den Schutz des Thüringer Waldes, wo ja die Meinungen im Parlament ganz stark auseinanderbrechen. Und das andere ist zur Rettung der Apfelstädt. Das waren sehr intensive Diskussionen und auf alle Fälle sind beide Sachen, sag mal, einmal in den Ausschuss verwiesen worden und das andere Mal bestätigt worden, was der Ausschuss vorgeschlagen hat, dass es hier weitergeht. Aber an der Stelle denke ich eben auch, was die Apfelstädt angeht, das sind alles viel zu lange Prozesse. Die Apfelstädt fällt trocken und das FFH-Gebiet leidet drunter. Jeden Tag stirbt ein bisschen mehr. Und wenn wir jetzt 5 Jahre Zeit haben, Versuche zu fahren und dann Entscheidungen zu treffen, habe ich die Befürchtung, dass vielleicht dann vieles nicht mehr zu retten ist. Gut. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Trotzdem ist es ja ein Erfolg, dass der Entschluss durchgegangen ist, ne? Genau, es passiert wenigstens etwas jetzt. Ja. Passieren tut auch viel im Thema, beim Thema des Volksbegehrens, das Sie initiiert haben. Erzählen Sie bitte den Zuschauern nochmal, worum es bei dem Volksbegehren ging. Beziehungsweise geht. Ja, Anlass für das Volksbegehren war das Wahlversprechen, was Rot-Rot-Grün und die CDU gemacht haben, oder das Versprechen, dass 2021 Neuwahlen stattfinden. Die haben nicht stattgefunden, oder 2020 sollten sie ja schon stattfinden. Ja, und damals waren 63% der Thüringer für Neuwahlen und das war eine große Enttäuschung. Und da habe ich mir überlegt, was kann man machen und habe mich dann mit Staatsrechtlern zusammengesetzt, um zu überlegen, was können wir in der Verfassung ändern. Mittlerweile sind wir so weit in dem Volksbegehren, dass wir die erste Hürde der Unterschriftensammlung genommen haben. 5.000 Unterschriften waren notwendig, 6.700 haben wir bekommen. Danach haben wir das Volksbegehren der Landtagspräsidentin übergeben und dort ist es juristisch geprüft worden. Die Landesregierung hat keinen Widerspruch beim Verfassungsgericht eingereicht. Das heißt, wir haben erstmal juristisch eine gute Arbeit gemacht. Es ist alles verfassungs- und grundgesetzkonform. Aber worum geht es konkret? Sie haben von Änderungen im Thüringer Verfassungsgesetz geredet, aber welche Änderungen? Es geht genau darum, in der Verfassung steht, dass der Thüringer Landtag durch zwei Sachen aufgelöst werden kann, entweder durch Rücktritt oder ein Misstrauensvotum des Ministerpräsidenten oder durch Selbstauflösung des Parlaments. Und wir wollen die Verfassung durch einen dritten Punkt ergänzen, dass auch durch Volksentscheid das Parlament aufgelöst werden kann. Also Parlamente nicht nur wählen, sondern auch abwählen. Warum halten Sie das für wichtig? Ein Land muss regierbar sein. Ich halte es deshalb für wichtig, weil viele Menschen enttäuscht sind über gebrochene Wahlversprechen, Versprechen insgesamt. Und es ist eben auch wichtig, dass Bürger zwischen den Wahlen mitbestimmen können. Und wenn eine Mehrheit des Landes der Meinung ist, dass das Parlament und die Regierung ihren Erwartungen nicht entspricht, müssen sie zwischen den Wahlen die Möglichkeit haben,
sag mal, den Nothebel zu ziehen. Aber wird nicht ein Landtag genau für den Zeitraum gewählt, damit er auch arbeitet? Bringt man da nicht? Das ist richtig. Er wird ja auch gewählt aufgrund von Versprechen im Wahlkampf. Und wenn die Versprechen im Wahlkampf nicht mehr sich in der Politik widerspiegeln, denke ich, ist es notwendig, dass man dann die Notbremse zieht. Wie geht es jetzt weiter? Zurzeit sind wir in der großen Unterschriftensammlung. Die läuft vom 27. Januar bis zum 26. Mai. Und in dieser Zeit müssen wir ca. 200.000 Unterschriften in Thüringen sammeln. Und ich würde mich freuen, wenn sich viele Thüringer daran beteiligen. Nachlesen können Sie das auf der Webseite volksbegehren-th.de. Da können auch Formulare runtergeladen werden und unterschrieben werden und an mich geschickt werden. Ute Bergner, Bürger für Thüringen, herzlichen Dank. Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön.